Welchem Projekt werden Sie sich in der EU als erstes annehmen? Das wird jetzt keinen überraschen, natürlich der Frage der Außen- und Sicherheitspolitik, weil wir leben in so krassen, veränderten Zeiten und die EU wird so anders gefordert sein in den nächsten Jahren, dass ich auch in dem Bereich bleibe, in dem ich heute arbeite. Wie soll sich Deutschland und die NATO auf Trump 2.0 vorbereiten? Also erstmal durchatmen, flach atmen, weil wir gar keinen Einfluss darauf haben. So oder so müssen wir uns darauf vorbereiten, egal wer der nächste Präsident ist, dass wir deutlich mehr in die eigene Sicherheit investieren müssen als Europa, dass wir uns nicht mehr darauf hoffen können, dass die Amerikaner unsere Probleme lösen, die vor unserer Haustür sind. Und insofern sollten wir schnellstmöglich uns klar machen, dass Europa als Europa mit 450 Millionen Einwohnern, also deutlich mehr noch als die Vereinigten Staaten, sich um die eigene Sicherheit kümmern muss. Was braucht die Bundeswehr gerade am dringendsten? Alles. Was ist momentan Ihr Lieblingslied oder welche Musik, welche Band hören Sie am liebsten gerade? Ah, das werde ich manchmal im Radio gefragt. Jetzt muss ich tief in die Kiste greifen, da waren Sie alle noch nicht auf der Welt. Ich bin ein großer Jimi Hendrix-Fan und Jethro Tull und Steppenwolf. Also es ist lange vor Ihrer Zeit gewesen. Sehr schön. Vielen Dank, Frau Strack-Zimmermann.